absolut interessante Veranstaltung. Einblicke zu bekommen, wie Julia Görges trainiert, wie die Eisbären im Eishockey trainieren oder was auch in so einem Marathon letztendlich wichtig ist. Das finde ich total interessant und das waren auch spannende Parallelen. Und natürlich auch die Präsentation der Eckert-Schulen, das war einfach top organisiert mit einer sehr, sehr guten Moderation. Also es hat mir richtig Spaß gemacht, diese Veranstaltung hier. Ich glaube, dass es dem Publikum sehr gut gefallen hat. Ich sage aus meiner Sicht, auf dem Podium, das war sehr angenehme Atmosphäre. Rundum sympathische Leute, die eine nette Ausstrahlung hatten und jeder zum Thema was Interessantes beitragen konnte. Dahinter steht die Idee, dass wir ja grundsätzlich in unserem Sponsoring gerne auf Sport setzen, weil wir das Identifikationspotenzial des Sportes erkennen. Ich meine, grundsätzlich auch hier von der Unternehmensspitze zu den Mitarbeitern ja, eine gewisse sportliche Aktivität und Neigung verspüren. Und auch hier am Campus in Regenstauf, ergänzend zu unserem eigentlichen Geschäft des Unterrichts und der Ausbildung, als eine, ich sag mal, nützliche und förderliche Ausgleichsbetätigung sehr viele sportliche Aktivitäten und Bewegung anbieten. Und von daher passt es einfach wunderbar zusammen. Sehr angenehme Veranstaltung, einmal bei einem sehr wichtigen Partner von uns einmal vor Ort zu sein. Es ist einmal interessant, von anderen Sportlern und anderen Sportarten auch gewisse Sachen einmal also nachempfinden zu können. Natürlich ist Fußball ein sehr spezieller Sport, aber trotzdem bringt jede Sportart Sachen mit, die man auch in den eigenen Alltag oder ins eigene Training oder ins eigene Spiel integrieren kann. Wesentlich ist immer, dass man immer wieder aufsteht. Egal wie schwer das man fällt, dass man niemals aufgibt, dass man vor allem auch das, was man mit Leidenschaft und mit Passion betreibt, dass man sich das niemals nehmen lässt und ja, immer wieder von Neuem auch versucht, das Bestmögliche daraus zu machen. Es gibt keine Alternative zum Optimismus und das ist ein wesentlicher Bestandteil, der mir wichtig war, den ich rübergebracht habe. Es gibt Parallelen, wenn man zum Beispiel sagt, dass Julia Görges im 100%-Modus trainiert, weil sie halt das auch so trainieren muss, wie sie es dann im Spiel hat, dann ist es genauso, wie wir es ja letztendlich auch mit unseren Trainingsprinzipien so handhaben. Und wenn ich höre, dass bei den Eisbären, dass es da halt auch unheimlich wichtig ist, dass die Freude im Vordergrund steht und dass das, was man tut, dass man das mit Freude macht, dann sehe ich da auch sehr, sehr viele Parallelen. Und das war unheimlich spannend. Einblicke zu gewinnen und wie gesagt, toll organisiert und sehr, sehr schöne Zusammenstellung hier.